Und damit herzlich willkommen zurück zu Saints Row mit dem Burger. Der macht auch mit. Und was machen wir jetzt eigentlich vor lauter Angst? Wir machen hier die ganze Zeit. Ich hol mir mal eine Polizeikarre. Bleibt doch mal stehen. Ja, wir machen hier die ganze Zeit. Ne, warte mal, wir können jetzt. Schutzengel hatte ich jetzt gerade. Ja, komm. Oh, Schutzengel. Alles klar. Ich hätte gerne jetzt ein Polizeiauto gehabt. Thank God, I need your help. Oh, den Waffenladen kann man kaufen. Oh, zurück. Friendly Fire. Wait, don't answer that. I'll come help get you out. No, get into position and cover me instead. Right. Ja, warte mal, dann lass mich hier mal kurz nochmal shoppen gehen in den Waffenladen, weil dann könnte ich eventuell meine Waffen nochmal kurz aufrüsten. Das wäre vielleicht auch nochmal eine Idee. Und ich könnte dringend Munition kaufen, die ist sowieso alle. 36.000 Gold, glaube ich, sind alle her. Was machst du eigentlich gerade vor lauter Angst? Ich töte einen Banditen. Warum machst du denn sowas? Bist du unfreundlich mal. Mal die armen Leute töten. Und ich bin arm. Nee, halt, Moment, noch bin ich nicht arm. Jetzt bin ich arm. Ist ja auch im Hintergrund für entspannte Country-Musik läuft in diesen Waffenladen. Das ist irgendwie ein bisschen unheimlich, finde ich. Der Südstaaten-Flair, wenn man Leute abknallt. Ja, so, fahr. Kann losgehen. Ich hab extra geparkt vor der Tür, ja. Ah, das ist ja nett von dir. Das rechnet hier auch hoch an. Ja, man muss auch irgendwelchen Gründen schon wieder 3 Sterne. Ich weiß nicht so richtig, warum eigentlich. Boah, ich liebe deinen Rucksack, hab ich dir schon mal gesagt. Was machst du? Lia liebt meinen Rucksack, weil ich hab doch so ein Japan-Knuddeltier als Rucksack genommen. Voll süß. Ja, süß. Pay attention. Der Japan-Knuddelbär. Ja, das ist mein Fallschirm. Ja, ich hab gar keinen Fallschirm auf, aber ich hab trotzdem einen immer dabei. Irgendwie. Nein, du brauchst einen Knuddelrucksack, sonst geht das nicht. Oh nein, ich schwör das hier. Ist doch cool. Easy for you to say when you're not being followed. I'm the one hanging from a building here, remember? Ach, sie erschießt einfach selber Leute. Naja. Aber war sie nicht eigentlich nur irgendwie Polizei-Undercover-Agent oder wieso? Hier war so. Was ist mit Darkseid und Nelly Yelly passiert? Ich weiß es nicht. Was ist passiert? Da musst du deine Augen auf deine Community haben. Ich hab da keine Ahnung. TBF 96. Ich weiß es nicht. Woher soll ich das wissen? Leute, ich krieg vom Chat, wenn's hochkommt, 10%, ach nicht mal 5% mit. Ich auch nicht. Warum? Was ist denn da vorgefallen? Ich weiß es nicht. Schon wieder alle erschossen. No. Hopp. Hopp, hopp. Ja, stimmen bei dir, Burnout. Was ist da los? Ja, ich hab Besuch da. Der unterhält sich leise im Hintergrund und spielt Karten. Warum? Das fällt eigentlich normalerweise nicht so auf, weil das Spiel nicht laut genug ist oder einer von uns beiden laut genug rumschreit. Jetzt muss ich mich gerade kurz konzentrieren, da kann ich nicht so viel überlabern. Komm, was denn bald? Weiß ich nicht. Ich muss nachladen. Hängen wir eigentlich vom Haus oder von dem Hubschrauber? Von einem Hubschrauber ist das nicht. Ja. Nee, guck du. Ah, nee. Wir hängen an dem Haus mit Hubschrauber. Jetzt kommt der lustige Teil. Raketenwerfer! Oh, jetzt spawnen die Autos. Weg. Die spawnen. Das habe ich mir auch gerade gedacht. Ah, schade. Oh, so lame. Nee, so schlimm ist es nicht, Richie, dass hier so viel gespammt wird. Wir müssen uns ja aufs Spiel konzentrieren. Ich meine. Ihr wisst doch, wie es ist. Bei Let's Plays ist es ja genauso. Man konzentriert sich halt nicht immer auf das Wesentliche, sondern aufs Kommentieren, oder? Ne? Normalerweise kann ich den Chat halt lesen, wenn der Bruder was Singleplayer macht, aber das geht halt gerade nicht, wenn ich hier gerade mal selber mitspiele. Ja. What happened to the good fights? Damn you good! What? Damn you good. Nö. Einer hat doch was rumgejammert, dass die alten guten Kämpfe nicht mehr da sind. Nicht Zivilisten töten, Burnout. Warum nicht? Das ist böse. Ich sehe da kein moralisches Problem. Also sehen wenig auf jeden Fall. Ich bin ein böses Känguru, ich darf das. Ja, die Raketenwerfer-Missionen sind immer die besten. Roger, check mal Twitter. Ja, mach ich jetzt. Jetzt, im Spiel. Jetzt. Wenn du noch 16 Minuten abwartest, ist die Folge vorbei. Ja, wir machen jetzt eh gleich Pause, Burn, dann kannst du ja schneiden. Oh, schneiden, dann muss ich wieder... Ja, guck mal auf die Uhr, es ist 5 vor 7, du weißt, ich mach stündlich. Oh, da muss ich wieder... Außerdem kommt dann Giveaway. Ja, weil du getrödelt hast. Ich hab nicht getrödelt. Wohl. Nein. Es war 2 nach 6, normalerweise wird es wieder 20 nach 6, wenn ich Spelunky spiele. Ja, zum Glück bist du ja in einer Stachelfalle gestorben, oder was auch immer eigentlich.
Ist schon wieder nicht. Seit wann haben die Typen denn so eine... Oh, das Auto ist gleich futsch. Wir müssen aufpassen, oh. Bernhard. Ich glaube, wir haben schon verloren, weil das brennt nämlich ab. Ja. Kacke. Aber wenigstens der letzte... Oh. Schützling gestorben. Und nicht an der letzte Checkpoint. Ich sag ja, schieß nicht so viel auf die Zivilisten. Hab ich nicht! Kaum. Jetzt müssen wir nochmal snipern. Ja, lass die Mission nochmal schnell machen, dann passt das. Bernie, du musst doch essen, was du jagst. Ach. Essen. Das nicht ist, die Autos kaputt schießen. Man kann die auch Leute auch erstmal tief kühlen und danach später essen. I'm still in shape. Good. Gut, Krabben, gut weiß. Ja, das hat meiner auch mal gesagt. I am still in shape. Just warming up. Dum-dum-dum-dum. Da hinten ist ein Atomkraftwerk. Das sieht ja witzig aus. Oder, das kann nicht so, das ist ein Atomkraftwerk sein. Oh, das war schön. Ja, man muss... Zumindest die Autos, die von da hinten von der Straße kommen, die kannst du vorher kaputt schießen, bevor sie da sind. Drei Schuss auf ein Auto. Ja, ich schieß auch noch mit drauf, also wahrscheinlich eher so 5. Oh nee, du hast recht. Ich hör's doch. Wir schießen 3-mal insgesamt. Du hast recht. Naja, das sollten wir jetzt vielleicht gerade nicht machen. Warum nach. Ja, prinzipiell, ob sie Schaden ist eigentlich relativ egal. Das ist, sie schafft das sowieso bis zu der Karre. Die steht ja gleich da vorne in der Ecke. Letztes Mal war das Problem, dass das Auto halt kaputt ging. Wir ein bisschen großzügig mit Raketen. Oder ich war ein bisschen großzügig mit Raketen. Ich geb's ja zu. Fluff, fluff. Schießt jetzt. Ja, Bandenfahrzeuge. Gibt Respekter. Respekt. Respekter. Voll dick Respekt, Junge. Dum, 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 dum. Es ist doof, dass normale Zivilfahrzeuge auch rot angezeigt werden bei mir, wenn man mit dem Cursor drüber geht. Sag mal, kannst du nicht Auto fahren? Das ist halt alles, was man kaputt machen kann. Ja doch, Raketenwerfer und Missionen sind immer noch. Die bevorzuge ich. Macht schon Spaß, ja. Da geht einfach mehr kaputt, guck mal hier, Leute. Alles. Bullen. Ja, die wollten jetzt Stress. Hat man gesehen. Warte, warte, nicht schießen. Verdammt. Wir sind gerade an so ein Straßenschild vorbeigefahren. Das war gerade ein bisschen unglücklich. Warte, nicht schießen. Da hat sie recht. Ich gehe auch nicht so oft raus, weil dann schießen immer Leute mit Raketenwerfern auf mich. Finde ich total scheiße. Jedes Mal. Verfolgt den Chat aufmerksam und denkt sich, wo sie hier gelandet ist. Ah, ja. Jetzt, ich will keine Nacktfotos, danke. Boah, das war jetzt... Okay, das hat aber nichts verloren. Die hat aber keinen Schaden davon genommen. Nee, ja, ich wollte schon sagen, weil das war echt fies. Dass sie ans Auto fährt und es fängt an zu brennen. Diese dämliche KI. Das wollen wir jetzt mal auch. So weit, so gut. Wie war das mit nicht auf Zivilisten schießen? Das waren Bandenmitglieder. Die waren blau. Ach so. Das waren diese Roller, oder wie die heißen. Die Decker sind die blauen. Decker dann halt. Ah nein, ich will weiter links zielen. Geht nicht. Die haben coole Unterbodenbeleuchtung, die Autos. Weißt du, hast du gewusst, dass es in Deutschland verboten ist? Ja, wusste ich, weil mein Cousin mir das mal erzählt hat. Der wollte nämlich sein Auto auch mal tunen. Hat nicht so gut funktioniert. Ein Kumpel von mir, der hat das einfach gemacht. Und ist dann zum TÜV und da haben die gesagt, dürfen sie nicht. Und das hat ihn schon irgendwie, glaube ich, 1000 Euro gekostet oder so, der Spaß. Ja, die verlegen alles. Ja, es ist... Ist schon wieder halt futsch. In Deutschland ist doch alles verboten. Du weißt doch, Straßensicherheit und so, da kannst du ja nicht machen. Hier so Unterboden, ja, die Deutschen sind die Schlimmsten in der Richtung, in der Beziehung. Nicht quasi Hersteller Auto fahren, das ist ja schon groß, das Bein dicke, wenn du ein anderes Lenkrad hast. Ja, Sportlenkrad ist ja auch schon nicht so gewollt. Oder eine andere Hupe. Das ist, glaube ich, auch nur ein miertes Geräusch. Oder zumindest ja, ich glaube, die darf eine gewisse Lautstärke auch nicht überschreiten, so eine Hupe. So wie bei den Amis, weißt du, so ewig laute Hupen gibt's nicht, so Nebelhörner. Nö. Woher weiß Lex, dass ich ein Fiat fahre? Fährst du Fiat? Ich glaube, das hast du mal erwähnt. Stilo. Immerhin 100 PS, aber eigentlich ist mir das egal. Autos sind mir egal. Ich brauche kein gutes Auto, das muss fahren. Hat das noch einen Namen, dein Auto? Das ist nämlich eigentlich so ein Frauending, den Auto Namen zu geben. Nee, Quatsch. Warum soll ich... Nee.
Ich weiß nicht, wenn du zum Beispiel einen Käfer hast, könntest du es ja... Knutschkugel! Von mir ist auch so. Die Mission ist ganz schön lange hier und dafür... Ah, okay. Hallöchen, Schoko. So, Burnout. Ja, möchtest du ins Licht, haben wir übrigens gekriegt. Licht und Licht. Ja. Du möchtest wieder tolle Fragen stellen. Nee, ich habe ja schon fast alle Achievements. Ich würde sagen, wir machen mal das erste. Ja, dann mache ich hier mal. Ich brauche auch noch mal Taste, dann geht's auch weiter. So. Hubschrauberangriff, wollen wir das machen? Ja, von mir aus. Ich würde übrigens nur bis um 8 machen, weil wegen Stimme und weil ich besucht habe. Bis um 8? Oh. Ja, ich weiß nicht. Was? Den Gewinn? Nee, ich hab's dir über Twitter geschickt, KKP. Better way to fix that? Yep, I have to visit each location separately and hack into them locally. You'll never get close enough without them spotting you. Was? I will if you're watching over me, like with a helicopter, with guns. Yeah, I bet that'll work. It better. Bei mir gibt es nur... Nein, es sind 15 Ghost Leader. Es sind 15. Ich hab extra jetzt zweimal nachgezählt. Ich kann zählen! Bin schon groß. Wann hast du denn das gelernt? Zielen? In der Grundschule? Ja. Gestern? In der Samstagsschule? Ich kann übrigens nicht fahren, stell ich mal so fest. Wie gesagt, so wie ich das auf Twitter sehe, so muss ich es halt leider für voll nehmen. Also es waren wirklich genau die 15. bei KKP. Wir können ja noch eine Stunde Sexvilla spielen. Ich habe mir schon eine neue Challenge überlegt. Sorry, kannst echt nicht fahren, weißt du, oder? Ach, ich habe mir, super. Ich habe mir schon eine neue Challenge überlegt für Dinge. Da ist eine Bandenoperation. Ja, eine Bandenoperation für den Bruder pro Stunde. Du bist doch eine Bandenoperation nicht glücklich, oder? Nein. Guck mal, am Friedhof. Das war's schon. Ja, ja, das ist, geht recht schnell, wenn man eine Granate als Opening reinwirft. Ja, hab ich auch. Komm, spring rein. Ja, das, ich hab mal wieder das Reinspringen zu ganz. Oha. Ja, sind wir auch schon da, aber. Yep. All set here. Oh. Ready, Kinsey? Been waiting on you. Wir müssen selber fliegen. Das ist jetzt was Neues. You do computers, I do mayhem, so don't worry about me. Oh, ich kann noch Raketen schießen, sehe ich gerade. Kannst du auch schießen? Ja, natürlich. Ich bin im Hubschrauber hinter dir. Weißt du? Ach, du hast auch einen Hubschrauber? Ich dachte, wir sind demselben. Ich bin der hier. Weil ich habe die Steuerung noch nicht so ganz raus, also das ist... Ich weiß nicht, wie ich nach oben und unten schwenken soll, also ich kenne jetzt irgendwie... gar nicht, wie es ausschaut. Stand doch da, oder? Ja, irgendwie... Ich habe gerade rausgekriegt, dass ich Raketensalven schießen kann. Boah, wow, hör auf! Wir müssen die beschützen. Das ist gerade nämlich gegenflogen. Das sieht ja ganz cool eigentlich aus, also... Was genau ist jetzt eigentlich unser... Also, wir sollen Leute abwehren, die möchten sich irgendwas reinhacken. Das habe ich jetzt verstanden. Und was genau jetzt? Was mit Leute, ich weiß nicht, soll ich es riskieren? Man muss halt immer damit rechnen, dass es Ärger gibt. Du bist genau in mir drin gerade. Kannst du mal bitte... Ich flieg über dir. Stimmt. Nein, du bist genau in mir drin. Nein, ich bin hier nicht drin. Ich mag es nicht, wenn du in mir drin bist. Ruhe 2014. Ja. Oha. Ein bisschen behäbig ist der Hubschrauber. Ich finde den gut. I'll take your word for it. Eine Serverfarm. Ist ja schön. Wahrscheinlich ist das so richtig wie eine Farm halt, also wie man. Meinst du, die hatten Server? Nee, die haben da Kühe und alles. Eine Serverfarm. Genau. Nimm lieber das Maschinengewehr, das trifft direkt, du musst da nicht mal vorhalten. Nein, die Raketen sehen einfach viel cooler aus. Also mache ich hier Raketen. Wie steigen denn? Wie spielt ihr mit meiner Nee. Okay. Ich glaube, ich bin immer konstant in der gleichen Höhe. Steuerung. Mit Steuerung und Shift. Steuerung gehst du runter, Shift gehst du hoch. Ach so. Na gut, dann Chaos. Oder so. The Saints will always win. Bei Battlefield konnte ich das nie, aber hier klappt's gut. Bei Battlefield, da braucht man ja irgendwie 200 Stunden Übung, bis man irgendwie halbwegs in der Lage ist, einen Hubschrauber auf zu fliegen. Wer konnte das? War das der Alex? Ich habe ja mit TGN haben wir ja mal so ein paar Folgen Battlefield gespielt. Irgendjemand konnte unfassbar gut fliegen. Da hat das richtig Spaß gemacht, damit zu fliegen. So kenne ich auch so Leute, die fliegen ja echt 2 Meter über den Boden und rasen da durch und ich flieg an den nächsten Baum jedes Mal. Das ist so lächerlich. Was ist das ja nicht für ein lustiges Gossip Duell? Was? Kommen wir da nochmal hin? Na guck mal, die Kirche hier. Die Gossip Duell. So ein lustiges Gebäude. Die Gossip Duell. Na hier, die Kirche, auf die gerade schieße. Ach, die! Ja, die ist doch von Morgenstern, glaube ich, oder? Die Farben.
Ich weiß nicht, das ist halt eine Gothic-Geschichte, würde ich sagen. Hört mich irgendwie an Vampire so ein bisschen. Ja, weil irgendwie alles, was Gothic ist, sich da wahrscheinlich daran erinnert. Nee, da gab es auch so eine Kirche im zweiten in Maskerade. Ja, und du musst die Zivis töten. Ja, das ist schwierig, die sieht man von hier oben so schlecht. Ich glaube, da unten ist eine Oma. Ich bin mir nicht sicher. Sag mal, die kann aber auch nicht fahren, die Gute. Guck mal, was sie schafft. Ja, die ist FBI oder Undercover-Agentin. Was erwartest du, dass da ein Parkhaus gekriegt hat? Guck mal, was macht denn die? Ach, jetzt. Ja, die schafft das schon. Die muss noch eine Serverfarm nehmen. Zack, nur. Die hat da irgendwelche Autos rumgeschubst eben. Na. Es gibt feindliche Helikopter. Ja, hab ich gerade schon einen geschossen. Ach so? Ich hab gerade den ersten gesehen. Was, Bruder, du willst doch später nicht zurückdenken und deine Entscheidung bereuen? Ja, nee, eigentlich nicht. Ich weiß, dass es ja auch Leute gibt, die einem dann mit Absicht eins reindrücken wollen und das dann melden oder sowas. Weiß ja nicht, wie da die Möglichkeiten sind, aber. Je mehr Leute leider, kennst, leider ist kann es passieren. So. Ja, leider ist es so. Hubschrauber bei Battlefield ist nicht schwer. Ja, Hubschrauber fliegen bei Battlefield ist auch nicht schwer, aber Hubschrauber fliegen so, dass es Sinn macht, ist schwer. Ich find's schwer. Nein, nur davon, das Ding als Transporthilfe zu benutzen, ist ziemlich einfach. Aber sobald du da irgendwie taktischen Mehrwert haben möchtest, finde ich das ganz schön schwierig. Könnt ihr bitte mal mehr Gegner kommen? Ich würde gerne meine Raketenwerfer voll ausprobieren. Das würde mir viel mehr Spaß machen. Oh, wie the game. Warum ich eigentlich die ganze Zeit deine Stimme? Ich bin ein Typ. Weiß ich nicht. Das ist, weil ich einfach den Charakter habe, der ein bisschen mehr sexy ist. Hey. Jetzt höre ich aber auch deine. Das ist wahrscheinlich hier... Da war eine Bandenoperation. Die für Hubschrauber lösen ist aber ein bisschen unfair. Findest du nicht auch? Warum? Später gibt es bestimmt auch so Hubschrauber zum Fahren, Fliegen. Wie auch immer. Ja, aber die sind wahrscheinlich nicht so OP, oder? Das ist ja doch so ganz schön hart hier. Das. Ach doch, glaube ich schon. Das kann ich mir hier gut vorstellen, du. Na gut, in dem Spiel hier... So ein Hubschrauber ist eine Demolition-Mission. Das wäre spaßig. Schnell die auch. Guck mal, die sind gehen. So doof, die fahren ja immer. Guck mal, wie viele wir jetzt schon getötet haben von diesen Bandentypen. Ja, vielleicht kommen ja bald irgendwann keine mehr. Ach, Mann, oh. Okay, last one coming up. Ach, das ist der letzte. Hä, was machen wir da nicht gerade genau in der Bude? Nee, nicht. Was machst du da? Bandenoperation. Das ist der Entfernung. Alright, as long as that helps us out. Oh, das war's alle schon. Tot. Das ging ja schnell. Auch bin ich unfair. Wenn mir hier so ein fettes Teil in die Hand gelegt wird, dann nutze ich das auch und mach die alle tot. Ist doch schön, wenn man einfach mit einem Jet wo reinkracht, aber rausspringt, drei Leute um den Punkt einnimmt. Ja, das ist relativ. Das habe ich irgendwann mal vor 3 Monaten nur so deinstalliert und habe auch nicht mehr vor, installiert. Obwohl es mittlerweile ein bisschen besser geworden sein wird. Zumindest der 4. Teil. Jetzt können wir noch mehr Hubschrauberangriffe machen. Ja. Wenn wir Geld brauchen, ich glaube. Hallo? Machst du mal weiter? Okay. Ja, ich habe mir das durchgelesen. Ich habe jetzt auch noch 3 Verbesserungen, die würde ich übrigens gerne mal kurz mal einsetzen. Bin ich schon mal, was kann ich denn hier? Kann ich denn umstellen? Ey, beruhige dich. Du musst mich nicht immer umprügeln. Das ist gar nicht notwendig. Auch finde ich lustig. Du hast nicht genug Geld. Verdammt. Warum ist der Mist alles so teuer? Och. Aua. Vielleicht bin ich tot. Er schießt ihn ja alles so. Du hast eine Bandenoperation gemacht in der Zwischenzeit. Ja. Ja, gut, haben die Schwerter auf dem Rücken, die Decker? Sieht so aus, ja. Das sind wohl so die Samurais. Oha. Die möchte gern Samurais. Ah, jetzt kann ich endlich, jetzt kann ich meine Gesundheit leveln, weil ich brauche nämlich 18.000. Genau, ich kann das noch machen. Muhahaha. Einmal ein paar Leute auf einer Straße erschossen. So, was machen wir jetzt vor lauter Angst? Lia, ich bin enttäuscht. Was? Mal ganz kurz, komm mal ganz kurz in den Knast, sag ich, in den Knarrenladen. Komm in den Knast, Burn. In den Knast, ich glaube nicht. Dann werden wir auch die Verfolgung los von denen. Ja, das wäre vielleicht, ja doch. Klingt nach einer Idee, die wir machen können. Hallo, oh. Waffenladen. Ein Scharfschützengewehr haben wir ja. Ja, das kannst du auswählen. Du kannst auf deinen oberen linken Slot, das ist mal die schwere Waffe. Das kann halt ein Scharfschützengewehr sein. Oder das andere Ding. Ich habe halt ein Scharfschützengewehr. Waffen und Domizil. Ja genau, du kannst dann nämlich noch den RC-Prozessor und die Drohne, aber die Drohne ist nicht so doll. Die ist schon ausprobiert. Goal. Was denn nu? Ja, das Sniper halt. Achso, ja, das hat auch nicht so viel Munition, da musst du ein bisschen mit sparsam mit umgehen. Quick and to the point. Und was habe ich letztes Mal gesagt? Brummbörn kauft Häusern spezielle Skills für mehr Geld. Ja, ist ja gut. 4000 für die Stadteinnahmen.
Wo können wir das Auto abladen bei uns in dem Hauptquartier? Ich weiß nicht mal, wo unser Hauptquartier ist. Das ist irgendwo an der See, weiß ich. Steig mal ein. Schnell. Ja, ich komme. Ja, das ist die falsche Karre. Die wollen wir gar nicht. Ich will so eine Polizeikarre mal bei uns in den Unterschlupf schleppen. Der Peacemaker. Ja, das ist voll geil. Na gut, dann kannst du ja ein bisschen fahren, dann kann ich ja ein bisschen schätzen. Komm, Bernie, Busboard. Oh nein. Oh, das ist so schlecht. In Saints Row 2 gab es die Ronin, das war eine japanische Gang. Ja, nicht so überraschend. Wusstet ihr, dass die japanischen Studenten, die für die Uni lernen, auch Ronin genannt werden? Weil die halt immer 3 Monate lang durchlernen. Sie sind, irgendwie Uni in Japan soll so sein, dass der Aufnahmetest unfassbar schwer ist und danach ist das eigentlich quasi eine sichere Nummer. Wenn du erstmal drin bist, bist du drin. Okay. Wow. Also unfassbar schwer da reinzukommen. Die Karre explodiert so gleich. Ja, dann steigen wir doch vielleicht mal. Nein. Die bringen uns gerade neue, so ist ja nicht. Guck mal, da vorne steht ja schon wieder eine neue. Wie dem auch sei, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt. Saints Row, bis zum nächsten Mal. Tschüss.